zwischen uns fließen und uns vereinen. Mitternacht deiner Bürde des Kreuzes auf dem langen Weg. Bitte, lieber Gott, nimm meine Hacke von mir, so dass ich auf dem Rücken liegen kann, ohne dass mein Kopf zur Seite rollt. Ich will einen Weg finden, ja, es gibt einen Weg zu dir, ich will ihn finden. Mag das Licht deiner ewigen Liebe. Amen. Wurde eben an der Pforte abgegeben. Er hat abgelehnt! Vater Grenier! Meine teure Schwester, es bereitet mir tiefstes Bedauern, dass ich eure Einladung, geistlicher Berater eures Hauses zu werden, ablehnen muss. Die dringlichen Pflichten, die mir in der Stadt obliegen. Mysterium. Lasst mich sehen! Lasst mich sehen! Ich wollte mich in dieser Sache an Gott wenden! Nein, nicht Gott! Auf den Feldern. Du wirst überschwemmt werden vom Tag. Nimm, was du kannst. Sollen beide nehmen, was sie können. Jetzt! Jetzt! Thank you.
zusammen gehen? Ja, doch. Pack mich nicht am Ärmel. Eine so kleine Stadt hat wirklich Glück, so einen Seelenhirten zu besitzen. Habe ich das gesagt, als ob ich es glaubte? Er hat gesprochen, als wäre der Gott selber. Grandier! Ja, Wort und Taten. Mach den Mund zu! Hast du darüber schon gehört? Du meinst, gehört habe ich etwas? Dann sieh es auch mit eigenen Augen. Ich war bei ihr als Arzt. Ah, wirklich? Diese Zufriedenheit, dieser Gang, da steht nicht der Witwenstand dahinter. Dazu braucht es einen Besuch. Stimmt. Der Baumel. Was ist das für ein Idiot? Gestern Abend haben sie ihn aufgehängt. Unwiderstehlicher Anblick. Komm, essen. Eine treffliche Frage, aber wie die Dinge liegen. Es gibt so hübsche junge Mädchen in der Stadt. Aber sie hatten keinen reichen Weinhändler zum Mann, nach dessen Tod sie Trost brauchten. Ich sah, das war der Grund meines ja ersten Besuchs. Ein gutes kleines Tierchen, sei glücklich. Menschenkopf erfüllt mich mit Erwartung, mein lieber Adam. Ist aber ein recht weit verbreitetes Objekt. Jeder trägt einen auf seinen Schultern, aber denkt doch, dies ist der Wohnsitz der Vernunft. Sieh, wer da kommt. Gleich will ich spielen. Guten Abend, Meister Chirurg und Meister Apotheker. Guten Abend. Guten Abend.
Monsieur. Das war ein schöner Tag. Ja! Allerdings. Was habt ihr in diesem Eimer? Den Kopf eines Menschen. Eines Freundes. Eines Verbrechers. Der Leichnam wurde abends um Galgen genommen. Ich hoffe, Sie haben euch nicht übervorteilt im Interesse der Wissenschaft. Nein, Grotzen! Vernünftig, ein guter Handel, lasst mich sehen, armes Pökelfleisch. Manori hat festgestellt, dass der Sitz der Vernunft sich hier befindet. Wie wahr? Ade, Meister Chirurg und Meister Apotheker, ade. Er hat nach dieser Witwe gerochen und flagt. Natürlich, er kam doch eben von ihr. Erst lässt er sich heute Morgen im Beichtstuhl von den Sünden der jungen Mädchen kitzeln. Dann lebt er sich nachmittags im Bett der jungen Witwe und aus. Dann kommt er und gähnt uns ins Gesicht. Und heute Abend. Nimm den Kopf und komm mit. Deiner Gnade zu kommen, ist der Wunsch deines demütigen Kindes. Zeige mir einen Weg oder lass einen Weg werden. Oh Gott, oh mein Gott, mein Gott, lasse mich los, befreie mich, befreie mich. Rex tremende majestatis, qui salvados salvas gratis, salvame, salvame. Einmal muss man ein Dokument darüber aufsetzen. Gegen Grandier. Genau das. Wir wissen von seinen Ausschweifungen und von seiner Gottlosigkeit. Es wird genügen müssen. Du bist deiner Sünde ledig. Sonst noch etwas?
komm, es warten noch andere. Ich habe unreine Gedanken gehabt. Welcher Art? An einen Mann! Mein Kind! In den frühen Morgenstunden. Mein Schlafzimmer ist heiß zum Ersticken. Meine Gedanken gären und dabei sind sie noch so zart. Mein Körper! Hast du versucht, diese Gedanken zu unterdrücken? Nein! Spielst du mit ihnen? Nein! Ich habe gebetet! Willst du davor errettet werden? Antworte, Kind! Nein, besessen, nein, zerstört werden. Ich lebe mich, ich lebe mich. Ah, 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 ah. Ich Ich bin hier als Sonderkommissär seiner Majestät. Aber ich bin nicht gekommen, um zu argumentieren. Ich habe eine Botschaft überbracht. Einen Befehl. Schleift die Befestigungswerke. Welche Antwort darf ich überbringen? Dass ich mich weigere. Ihr seid in dieser Entscheidung beeinflusst worden. Es ist mein eigener Entschluss. Als Gouverneur dieser Stadt kennt ihr Vater Granier. Ich habe von ihm gehört. Ah, Vater. Könnt ihr nicht euren Einfluss auf den Gouverneur geltend machen? Ihr als Mann des Friedens seid doch sicher dafür, dass sie morgen geschleift werden, nicht wahr? Als ein Mann des Friedens, ja. Aber als Mann von Grundsätzen ziehe ich es vor, dass die Stadtmauern stehen bleiben sollen. Sie werden euch vernichten, Granier. Richelieu flüstert dem König ins Ohr, schleift die Befestigungswerke. Sie bieten den Protestanten Gelegenheit zu einem Aufstand. Darum lasst mich euch unterstützen mit aller Leidenschaft meiner Schwäche, meines Versagens. Am Dienstag um 17:30 verließ er das Haus der Witwe. Der Witwe! Der Mensch ist eine Maschine, mein lieber Adam. Kann der Geschlechtstrieb nach der Uhr gestellt werden? Um 19:30 wurde er in öffentlichen Gespräch mit Darmaniac beobachtet. Das Thema steht nicht fest. Noch sah man Granier beimal kichern. Zu Abend aß er allein, später als gewöhnlich. Bis nach Mitternacht brannte in seinem Zimmer Adam. Du bist ein Spaßvogel. Wirklich? Dank aber dir. Die Leihgewohnheiten hat du jeder mal mir Zeit mit solchen beweisen. Du musst mir Zeit lassen. Fangen. Die Zeit wird die schon Zeit kommen. Wird schon geh kommen. Geduld. Thank you.
Ich habe kürzlich an Visionen gelitten, die mir der Teufel eingab. Wenn man in Gottes Nähe wohnt, wird man zur Zielscheibe des Teufels. Bei Tag kann ich davon sprechen, aber in der Nacht eine Liebe. Der Geist ist in den Stunden vom Morgen am schwächsten. Aber die Heimsuchung! Heimsuchung? Der tote Kanonikus muss zu euer Vorgänger. Komm nacht zu mir! Er stand zu Füßen meines Bettes! Was hat er gesagt? Er hat unflatt gesprochen. Schmutz! Hämische, verächtliche, beleidigende Obszönitäten! Nicht in seiner eigenen Person. Wie meinst du das? Er kommt zu mir als ein anderer Mann. Hast du diesen Mann erkannt? Ja! Wer war es? Grandier! Grandier! Meine Liebe, verstehst du, wie schwer ist, was du sagst. Ja, helft mir, Vater. Aus der Priorin weiter nichts herausbringen. Ich selbst kann nichts beweisen. Drum habe ich Nachricht zu Vater Barré gesendet nach Chinon. Er ist der beste Mann, den Teufel auszutreiben. Ich werde euch mit Sinnsackschwimmen Vater faszinieren. Nicht ungewöhnlich. Falsche Schwangerschaftssymptome. Nichts zu tun mit dem Teufel. Winde? Ist jemand an der Tür? Unmöglich. Ist aber doch eine Geschäftsstunde zu. Mein Name ist Jean de Martin, Baron de Laubermont. Ich bin seine Majestät, Sonderkommissär für l'Honneur. Kann ich euch zu Diensten sein? Ich besuche diese Stadt, um gewisse Erkundigungen einzuziehen. Wir sind meine Ehrenmänner. Dann ersuche ich euch, mir alles, was ihr wisst, zu sagen, betreffend einen Mann namens Grandier von der St. Peterskirche. Vater Grandier, mein lieber Mann. Endlich, endlich. Stand.
warum ich ihn damals zurücklassen musste. Bist du hier? Bist du hier? Die Antworten nie beim ersten Mal haben Angst, sich festzulegen. Los, erkläre dich in nomine Domini nostri Jesu Christi. Das funktioniert immer. Hier sind wir und hier bleiben wir. Eine Frage, seid nicht unverschämt. Eine Frage, wie habt ihr Einlass in dieses Frauenzimmer erlangt? Durch Vermittlung eines Freundes. Das ist euer Name. Wie ist der Name eures Freundes? Urbanus. Die Qualitate. Sacerdus. Ecclesie. Sancte Patre. Imperativi Deus Pater, imperativi.
imperativi Deo Spiritus Sancto, imperativi Martyrum Sanctis, imperativi Pia Sanctorum et Sanctarum Omnium Intercessio, imperativi Christiani Fide Misteriorum Virtus, exi ergo transgressor. Entschuldigt mich! Exi seductor! Bedauere, ich muss euch unterbrechen! Nun! Was ist mein Wort? Ich meine heilige Teufel! Lateinisch, eine fremde Sprache! Sprechen wir über das geschlechtliche Treiben der Priester! Nein, keineswegs! Ist es wahr, dass sie... Herrgott, treibe dieses Wesen aus mir! Schweige, Weib, du unterbrichst eine theologische Diskussion! Vater, helft mir! Mein liebes Kind, ich tue, was ich kann. Entscheid im Augenblick tief, im Unterleib zu stecken. Sinta dat manureda, sie warten. Sie sollen sich fertig machen und weit das Wasser. Schwester, es werden äußerste Maßnahmen nötig sein. Der böse Feind muss viel Gewalt aus euch heraus getrieben werden. Wir müssen einen Weg aus dem Exorzismus. Jawohl, mein Kind, es gibt einen Weg. Erst du bist Asmodeus. Die Kirche muss mit der Zeit. Kommt, eure Schwester, es ist euer Heil. Helft mir das Kühl. Nein, ich hab's nicht gemerkt. So steht Asmodeus. Vater, Vater Maria, ich sprich mit vielen Stimmen. Vater Maria, Asmodeus. Ihr wisst, dass euer Name in dieser Affäre ständig erwähnt wird. Ja, Monsieur. Solltet ihr nicht Schritte zu eurer Rechtfertigung unternehmen? Habt ihr dieses Frauenzimmer irgendwie beleidigt? Ich weiß nicht, wie das gewesen sein könnte. Ich habe sie nie gesehen. Aber warum hat sie gerade euch zum teuflischen Missetäter erwählt? Ihr seid in Gefahr, Granier. Meine teure Schwester in Jesus scheint ihren Sinn auf mich gerichtet zu haben. Irgendetwas, was in der Wüste des Geistes und Leibes durch ununterbrochenes Gebet entsteht, kann Hoffnung bringen. Und mit der Hoffnung kommt die Liebe. Und wie wir alle wissen, mit der Liebe kommt der Hass. So ist dieses Frauenzimmer von mir besessen. Gott stehe ihr bei in ihrem Schrecken und Unglück. Gott stehe ihr bei. Liebe Schwestern,
in Christo, ich muss euch weiterhin befragen. Ja, Vater. Wenn sind ihr euch, wann sich eure Gedanken zum ersten Mal diesen Wesen dienen zu wandeln? Ganz genau. Dann sagt es uns. Einen obszenen Altar zu bilden, an dem dann eine Andacht verrichtet wurde. Noch einmal! Sie sagt, Dämonen, leistete Grandier Handlange dies und ihre geliebten Schwestern versetzten sie in Erregung. Meine Herren, ihr versteht, wie ich das meine. Und so vertrieben wir Gott aus seinem Hause. Befreit von ihm feilen wir seine Flucht wieder. Und immer wieder, und immer wieder, und immer wieder. Für eine, die erfahren hat, was ich erfahren habe. Unschuldiges Frauenzimmer. Aber das war kein Teufel. Sie sprach mit ihrer eigenen Stimme, der Stimme einer unglücklichen Frau. Aber die verworfene Fantasie und unflätige Sprache, sie ist eine Schülerin. Grandiers Schülerin? Ja. Omnissimudissimi spiritus, omnis fantasma, dissede ergunum, dissede seductor, tibi eribus ides est. Illet exit, illet expellit, illet excludit, qui venturos est iuritar vivos et mortuos et saeculum enigmem. Kloster war. Nicht in seiner eigenen Person. Drei von den Schwestern haben zu Protokoll gegeben, dass sie mit Dämonen kohabitiert haben und deplorent worden sind. Manurik hat sie untersucht und es war. Keine von ihnen ist unberührt. Mein guter Vater, man weiß ja, was es für gefühlvolle Verbindungen zwischen den jungen Frauenzimmern in Klöstern gibt. Die
Ihr wollt euch nicht überzeugen lassen. Oh doch, ich werde den Fall gründlich untersuchen und befehle euch, die Exorzismen sofort einzustellen. Ich muss euch danken, dass ihr es seht. Es ist meines Amtes, hier halbwegs Ordnung zu halten. Ich habe hier einen Brief aus Paris. Ihr habt mich in der Sache der Befestigungswerke unterstützt und dadurch zwei bedeutsame Feinde erworben. Richelieu und seinen, na, wie immer ihr ihn nennen mögt, seinen Pater Joseph. Vor der Hand steht der König noch zu mir gegen den Kardinal. Aber wenn der König schwach und schwankend wird, dann fällt diese Stadt. Und ihr seid tief in diese Sache verwickelt. Angst, Granier? Ja, verlassen. Diese Liebe, nicht wahr, Philipp, die ganzen Sommernächte hindurch. Und wir wollten uns gegenseitig erlösen, habe ich geglaubt, dass das möglich ist. Und so endet das. Nur in deinen Augen, geh zu deinem Vater. Sag ihm die Wahrheit, er soll einen guten Mann für dich finden. Es gibt solche. Wie kann ich dir helfen? Nimm meine Hand, da, als ob man einen Toten berührt, nicht? Gegen weitere Exorzismen erlassen. Nein! Es geschah auf Versuchen des Cerseis und Armagnacs, ja, aber noch des Erzbischofsarzt, dieser rationalistische Narr, untersuchte diese Frauenzimmer und mit dem Besuch, dass es schon keine echte Prinzessin keine. Was sollen wir tun? Was sollen wir nun tun? So haben wir verloren, so haben wir verloren, Schade, lasst uns beten, so viel
werde ich mein Kirchspiel und zwar hören. Von ganz besonders erschrecklicher Art. Dort gibt es Arbeit für mich zu tun. Er ist ein alter Mann. Vielleicht könnten wir ihn zu Tode erschrecken. Schweig, schweig, Mignon. Seid ihr toll? Verlasst uns nicht. Ihr werdet uns fehlen, Freund, das leiseste Flüstern der Höhle. Und ich bin wieder da. Und ich bin wieder da. Sündigen Kind seine Hoffnung wiedergegeben. Ich gebe mich in die Hände der Welt, sicher im Glauben an deine unerforschlichen Wege. Du hast den Weg möglich gemacht. Ich verstehe und ich bejahe. Aber du wirkst hinter einem Schleier von Majestät. Ich habe Angst, meine Augen zu erheben und zu sehen. Zeige dich, zeige dich. Ostendem ich facium tuam sonet vox tua in auribus meis.
nicht wahrhaft von Dämonen besessen, sondern hab das nur gespielt. Des Erzbischofs Arzt hat uns das gesagt. Er sprach von Hysterie, er schrei aus dem Schoß. Versichere mir, ist das wahr, dass ihr von der Hölle besessen seid? Ein Vorzeichen eurer ewigen Verdammnis. Ich flehe euch an, bedenkt eure Lage. Vater, wir haben Angst. Verlasst uns was nicht. Was kann ich tun? Ich werde für euch beten. Dürfte ich ein Wörtchen sagen? Gott sei gelobt, was ist dein Name? Leviathan! Wo hausest du, unheiliges Wesen? In der Stirne diesen Dorn! Hier spricht dieser Charon! Magen. Mein Name ist Erin. Auf da! Zurückgeholt werden und sogleich mit Exorzismus beginnen. In aller Öffentlichkeit. Ich muss doch heute nach Paris zurück. Ein Vertreter des königlichen Hofes wird zugegen sein. Trag Sorge für alles. Öffnet die Tore. Ist da,
Prinzson Ride Condé von königlichem Gebiet, vortrefflich! Konstabler! Minu! Großer! Ein Messbuch, die Stäulen, das Ziborium, den Fingernagel des Heiligen, und das echte Stickkreuzes Holz, lass sie mir alle herbringen! Des Herrgotts Rüstzeug, da ist es. Mit eurer Erlaubnis, Monsieur, werde ich anfangen. Bitte, lasst euch nicht stören. Levieten! Weg! Erhebe dich in nomine! Nomine, was du Jesus Christi! Nein, nicht immer zu! Den Namen dieses Buchstabes ins Gespräch! Ich werde dir einen Namen nennen. Daniel! Und seinen Kardinal lobt, dann deutet ihr damit an, dass ihre Politik des Teufels ist. Wenn ihr, Schwester Jeanne, anders als mit Lobesworten von ihnen sprecht, dann riskiert ihr die Anklage des Hochverrates angesichts meiner mächtigen Person. Ich habe Mitleid mit eurem Dilemma. Vater Marie, ich habe hier eine Reliquie mächtig genug, diese Dämonen zu vertreiben. Eine Fiole mit dem Blut unseres Herrn Jesus Christus. Beschwöre ich euch, urnbare Wesen bei dieser hochheiligen Substanz zu verteufeln! Adure ergo te draconigissimi nominiac immaculati, ambulare zu prasum demet basiliscum si conculcavi, eone me dracone buntis sedas, o cocomine di sedas, affectesi a te, onte misse, ente fuge! Was für ein Kunststück!
habt ihr uns davor gespielt, ehrwürdiger Vater? Was für ein Kunststück spielt ihr uns vor? Das kostet die Verdammnis eurer unsterblichen Seele in einer endlosen Wüste ewiger Bestialität. In der Stadt verkauft man ein Bier. Wir ganz Frankreich. Sagst du nicht immer noch wegen der Verdammnis? Ich nur nicht mehr. Seit deine schönen Beine so bewundert worden sind. Sag, Liebling, woran dachtest du während der letzten Tage in der Kapelle? Ach, man vor sich zu vergnügen. Ja, ja. Kommt! Ich habe Angst. Unsinn! Wir helfen dir in allem, was du tust. Nicht einmal Würde, wo denkst du hin? Nicht nur alles unrein, sondern auch alles lachhaft. Erinnere dich doch.
ihr geschlafen? Nein, erlernt die Menge, haben die geschlafen. Es sind 30.000 in die Stadt gekommen und warten schon alle drauf. Olaf, die Hinrich kommt. Man hat mir noch nicht den Prozess gemacht. Na schön, wie ihr wollt, auf den Prozess also. Es werden Schmerzen sein, die werden Gott töten. Meine Angst treibt ihn jetzt schon aus. Werde ich die Schmerzen ertragen? Mutter, Mutter, erinnere dich meiner Angst. O Vater im Himmel, allein gelassen, wo ich mich auch streue in deinen Händen, euren Verfolger. Er ist streng bewacht. Er ist hier in mir wie ein Kind. Ich sag euch, er ist in mir. Er liegt in meinem Herzen. Aber er ist still. Lass mich in diese Leere. Und Einsamkeit. Später, du Schmerzen. Ich habe Angst. Habt ihr schwer gesündigt? Es gab Frauen und Lust, Macht und Ehrgeiz, Weltlichkeit und Lästerung. Gott ist hier. Ihr sprecht vor ihm. Ich zittere vor den Schmerzen, die mir befallen. Habt ihr vor der Ekstase der niedrige Zittern? Nein! Oder von ihrer Erniedrigung? Ich habe in ihr gesteckt. Ich habe nach meinen Sinnen gelebt. Man sterbt nach ihnen. Hallo, hallo. Habt ihr auch nach dir geschickt? Ja. Ich habe meine 7 Sachen mitgebracht, was ich für nötig hielt. Oh, oh. Ja, hast du das schon einmal getan? Nein. Ich auch nicht. Er muss gehen. Halt hier drin. Sie sagen, wenn ihr einen Priester wollt, dann könnt ihr um Pater Barre oder Pater Roche. Sie sind da draußen. Sagt er, ich muss gehen. Ja, Vater, ihr seid gefährlich in eurer Unschuld. Ich verstehe nicht. Das ist besser so. Lasst mich euch küssen. Wo bist du?
das letzte Mal, dass dies geschah? Denn um was? Sie müssen um das fließen, was verloren ist, nicht um das, was ich gefunden habe. Denn Gott ist hier. Guten Morgen, ihr Herren! Freut mich, euch hier zu finden! Ihr wird aus dem Gericht zurückgebracht, müsste schon unterwegs sein. Was wollt ihr eigentlich, dass wir tun sollen? Macht den Mann bereit, die Entscheidung ist gefällt worden, einstimmig. Schön. Er ist verurteilt. Schön. Da hat man's. Der Mann hat ziemlichen Eindruck gemacht. Vater Barret hat erklärt, dass dies alles Teufelswerk sei. Die Ruhe des Angeklagten, freche Unverschämtheit der Hölle. Und seine Würde weiter nichts als unbußfertige Hoffart. Guten Morgen, Meister Chirurg. Und auf euch einen guten Morgen. Töne Pardon, habe ich schon vorhin gesehen. Ihr müsst sogleich vor Gericht erscheinen. Schön. Zur Urteilsverkündung! Ich verstehe. Daher muss ich euch jetzt auffordern, euch zu entkleiden. Entkleiden? So könnt ihr nicht gehen. Vermutlich nicht. Meister Apotheker, was habt ihr da? Rasiermesser. Muss es sein? Ja, Anordnung des Gerichtes. Einen Augenblick. Habt ihr einen Spiegel? Nein, natürlich nicht. Nehmt das. Gangi, ihr seid schuldig befunden, Umgang mit dem Teufel gepflogen zu haben. Ferner, dass ihr diesen unheiligen Bund benutzt habt, um von gewissen Ordensschwestern der heiligen Ursula, welche in diesem Dokument namentlich erwähnt sind, Besitz zu ergreifen, sie zu verführen und zu Ausschweifungen zu verleiten. Ihr seid auch schuldig befunden der Unzucht, der Gotteslästerung und des Sakrilegs. Es ist verfügt worden, dass ihr euch hernach vor die Tore von St. Peter und St. Ursula begeben sollt und dort selbst niederknien und mit einem Strick um den Hals und einer zweipfündigen Kerze in der Hand Gott, den
König und die Gerechtigkeit um Vergebung bitten sollt. Es ist weiterhin verfügt worden, dass ihr danach auf den Platz Saint-Croix gebracht, an einen Pfahl gebunden und bei lebendigem Leibe verbrannt werdet. Danach wird eure Asche in alle vier Winde verstreut werden. Schließlich, bevor das Urteil vollstreckt wird, werdet ihr der peinlichen Befragung unterzogen. Und zwar sowohl der ordentlichen wie auch der außerordentlichen Tortur. Ausgesprochen zu Loudun am 18. August 1634 und gegeben am selben Tage. Hohe Herren, ich rufe Gott Vater, Gott Sohn und Gott den Heiligen Geist zusammen mit der Jungfrau als Zeugen an, dass ich niemals schwarze Magie betrieben habe. Die einzige Magie, die ich jemals praktizierte, ist die Magie der Heiligen Schrift. Ich bin unschuldig. Aber ich darf sagen, dass ich die Hoffnung in meinem Herzen habe, dass am Ende dieses Tages Gott, der Allmächtige, mein geliebter Vater im Himmel, gnädig seitwärts blicken und meine Leiden Sühne für mein eitles und unordentliches Leben sein lassen wird. Amen. Schafft sie alle weg hier! Gesteht eure Schuld, sagt uns die Namen eurer Mitschuldigen. Ich kann keine Mitschuldigen nennen, die ich niemals hatte. Das wird euch gar nicht helfen. Ihr werdet dafür reich sein. Und ich bin stolz darauf. Stolz im Schön. Dies Wort steht eurer Lage wohl nicht an. Ein Geständnis. Ja, er erspart ihm eine Menge Schwierigkeiten, wenn er unterschreibt. Sieh doch nur her, mein Lieber. Dieses Dokument ist ein ganz einfaches ihr Geständnis. Ihr wisst mich, Entschuldiger. Nein! Nur eure Unterschrift, das ist alles. Mein Gewissen verbietet mir, meinen Namen unter etwas zu setzen. Das unwahr ist. Das Dokument ist selbstverständlich wahr. Gott will leid. Immer Hilfe herrsche für euch, Grandier. Ich habe schon vor euch Männer gesehen, die im Schatten der Tortur diese tapfere Haltung einnahmen. Grandier! Bedenkt es nochmals! Nein! Ihr werdet in die Dunkelheit gehen, noch ehe ihr tot seid. Aber wenn ihr ausgestreckt liegt in jener kleinen Kammer und der Schmerz kreischt durch euch hindurch wie eine Stimme, lasst mich euch sagen, was ihr dann denken werdet. Zuerst werdet ihr denken, wie kann ein Mensch einem Menschen solches antun? Dann, wie kann Gott das zulassen? Und schließlich werdet ihr denken, es gibt keinen Gott. Die Stimme der Schmerzen wird stärker werden und eure Entschlossenheit schwächer. Verzweiflung, Grandier, ihr selbst habt dieses Wort gebraucht. Ihr habt es die schwerste Sünde genannt. Weiset Gott nicht von euch in dieser Stunde. Gesteht. Nein. Glaubt er wirklich, was er sagt? Ich frage euch zum letzten Mal. Wollt ihr unterschreiben? Luzifer führt ihn ab. Hat ihm den Mund versiegelt und ihm das Herz gegen die Reue verhärtet. Natürlich, das ist der Grund. Sollen wir gehen?
wollt ihr gestehen? Noch einen. Nur einen Augenblick. Sehr nötig. Der Teufel hat die Macht. Versteht ihr, sonst den Schmerz geringer zu machen, als er sein sollte? Fertig! Schneller! Schneller! Sparen, ein Verbrechen gestehen soll, das er nicht begangen hat. Schlaf! Schlaf! Wo bleibt die Barmherzigkeit des heiligen Franziskus? Hier steht! Noch einen! Zwei! Ich war ein Mann! Ich habe Frauen geliebt! Ihr wart ein Hexer! Ihr habt mit dem Teufel gehalten! Nein! Nein! Noch einen! Nein! Gebt ihn ihr! Dikas! Dikas! Schlag! Dikas! Komm ihr! In Auxilium tum respite! Lass mich dich nicht vergessen! In meinen Schmerzen. Exaudi Domine vocem meam proclamaviat te, neque despicias me, Deus salutaris meus. Ist Gott hier? Ist Gott hier? Digas, digas! Schlag, schlag! Gestehe! Foltert mich, wie ihr wollt. Noch eine kleine Weile. Nehmt ihn heraus! Es nützt nichts! Attendit et videte si est dolor sicut dolorum meus. Sanguis Christi levam in laborantium. Miserere nobis. Völlig einleuchtender Grund. Der Teufel hat im Fehlos gegen Schmerzen gemacht. So werden wir gar nichts erreichen. Fehlos gegen Schmerzen. All diese Schreie. Gespät und Gaukelspiel. Dem Teufel ist nicht zu glauben, wenn er auch die Wahrheit spricht. Sie brauchen, mit denen fertig zu werden, die nach mir kommen. Die Wache! Thank you.
Ja, das ist mein Glaube. Aber wie kann ich ihn verteidigen? Indem ihr an den Willen Gottes denkt. Es ist nicht genug, nicht genug, nicht jetzt. Gott ist hier und Christus. Ihr seid ein alter Mann. Habt ihr nichts erworben in all euren Jahren als diese Phrasen? Verzeiht, ihr kommt aus meinem Mitleid als Einzige. Geht zu meiner Mutter, sagt ihr. Es ist das Kloster St. Ursula, ein Ort, den ihr besucht habt. Tut, was getan werden muss. An diesem fremden und mir unbekannten Ort bitte ich Gott, den König und die Gerechtigkeit um Verzeihung. Ich bitte, dass ich Deus, Deus, miserere, Deus. Bittet die Priorin und die Schwestern hier um Vergebung. Ich habe nichts dergleichen getan. Ich kann nur den Herrgott bitten, ihnen zu vergeben. Die Leute haben immer von eurer Schönheit gesprochen. Nun sehe ich mit eigenen Augen und ich weiß, es ist wahr. Sieh das an, was ich bin. Lernet, was Liebe heißt. Ja.
redet über Jude. Radix David exorcisus. Kikas! Kikas! Potentis et in nomine Jesu Christi. Filio est domine nostri et in virtuti spiritus sancti. Ich habe nichts zu gestehen. Unterschreibt! Gesteht! Ich bin da, vor Gott zu treten, der mein Zeuge ist, dass ich die Wahrheit gesprochen habe. Dikas! Domine! Factum servo tuo secundum misericordiam tuam. Und nun gibt mir den Friedensguss und lasst mich sterben. Judas! Judas! Gesteht! Nur einen Augenblick noch. Dann stehe ich vor dem gerechten und furchtbaren Gericht, vor das auch hier der würdige Vater bald gerufen werdet. Exorcisate, creatura ignis! Exorcisate, creatura fumi! Vergib meinen Feinden.